Hallo, wenn ich mich zunächst einmal vorstellen darf. Mein Name ist Eggman. Genauer gesagt, man nennt mich auch Mr. Egg Eggman. Psst, wir müssen ganz leise sein. Wie Sie vielleicht gerade schon bemerkt haben, bin ich momentan auf der Flucht. Auf der Flucht vor einer Henne namens Katharina. Dieses verzückte Huhn läuft mir schon den ganzen Tag hinterher, obwohl ich ihr klargemacht habe, dass sie bei dieser Veranstaltung nichts zu suchen hat. Heute geht es schließlich in erster Linie um mich, um Mr. Egg Eggman und um meine Kampagne 2005-2006. Hallo Eggman, alter Knabe! Hast du mich vermisst? Was hättest du eigentlich so? Ich dachte, wir wollten uns erstmal gemeinsam die Stadt anschauen. Aber plötzlich warst du verschwunden. Und jetzt finde ich dich durch Zufall neben diesem eigenartigen Computer. Hast du die alle eingeladen, Egg? Sind das Freunde oder hast du die bezahlt, dass sie kommen? Was hat er ihnen versprochen? Seine berühmte Show Eggman in Ecstasy? Oder wie er aus sich ein Omelett für 100 Personen zaubert? Vergessen Sie nie, wer zuerst da war. Das Huhn und dann das Ei. Ganz egal, wer zuerst da war. Heute geht's darum, dass wir noch möglichst lange bleiben. Eins steht doch nun mal fest. Wenn uns keiner mehr essen mag, dann brauchen wir bald auch keine Hennen mehr. So haben wir beide ein Problem. Du kannst dir dein schönes Leben wie bisher nicht mehr leisten und die Familie Eggman hat Nachwuchsprobleme. Wenn du was zu dem Thema zu sagen hast und mich auch unterstützen möchtest, dann bleib hier. Aber vergiss nicht, es ist meine Show. Bleib entspannt, schließlich konnte ich bereits einiges an Erfahrung auf diesem Gebiet sammeln. Vertrau mir, wir werden die Eier schon schaukeln. Schließlich habe ich schon 456 Mal Nachwuchs gesund und lecker zur Welt gebracht. Na wunderbar, dann sag mir mal, wie du meine neue Kampagne findest. Vor allem auf den Slogan bin ich stolz. Und das Foto ist auch gelungen, hm? Aber Spaß beiseite, so ein Auftritt, der muss schon richtig geplant sein. Die Kampagne, richtig. Hab ich auf dem Hühnerhof schon was gackern hören. Einmal täglich lautet der Name. Ist das richtig? Stimmt, vielleicht hast du auch schon mal was von der neuseeländischen Kampagne An Egg a Day is Okay gehört. Hierauf beruht nämlich unsere Idee. An Egg a Day is Okay. Einmal täglich. Mit Ei dabei. Da kann man schon viel draus machen. Eben. Leider sind wir für den deutschen Verbraucher nicht mehr so interessant. Die Nachfrage nach mir und meinen leckeren Kollegen ist rückläufig. Daraufhin habe ich zusammen mit dem Zentralverband Eier e.V. und mit allen namhaften Unternehmen der Verpackungsindustrie eine Kampagne entworfen, die diesem Trend entgegenwirken und den Eierkonsum wieder fördern soll. Wir möchten das Ei wieder in die Köpfe und die Mägen der Verbraucher bringen. Mehr Eierköpfe für Deutschland! Nicht nur für Deutschland, ich rede insbesondere von einer länderübergreifenden europäischen Kampagne rund ums Ei. Ich habe mir da schon einiges einfallen lassen, wie wir den Verbrauchern klar machen, dass das Ei nicht nur lecker und vielfältig, sondern auch gesund ist. Da bin ich aber schon gespannt. Wie soll das Ganze dann aussehen? Kurz, wir machen Werbung in den Eierverpackungen. Das ist besser als jeder TV-Spot. Klingt wie ein Überraschungsei. Was glaubst du wohl, erscheint in den Verpackungen in sämtlichen Variationen? Doch wohl kein Überraschungsei, sondern ich.
In meiner ganzen Pracht und Größe. Man wird mich auf jeder Verpackung finden können. Ich weiß, wenn's ums Essen geht, bist du der Größte. Ja, ja, Essen, Essen, die Erotik des Mannes. Aber ich finde es wirklich gut, dass dir meine Eier so schmecken. Und außerdem sind sie ja wirklich so gesund. Ja, meine Frau freut sich auch, wenn ich viele Eier esse. Das kann ich mir denken. Schließlich tun sie ihr auch gut. Sie kann sich damit die Haare waschen, eine Gesichtsmaske auflegen und schon ist sie wieder wie neu. So habt ihr beide was davon. Bei uns geht es momentan etwas schleppend zu. Wir haben nur einen Hahn und so komme ich nur einmal im Jahr dran. Nun ja, dann muss man halt Prioritäten setzen. Wie meinst du das jetzt? Benutzt ihr keine Pflegeprodukte? Du solltest wirklich weniger Eggshakes trinken. Nichtsdestotrotz fühle ich mich hennenwohl in meinem schönen Stall. Ich wohne nach modernsten Erkenntnissen. Viele Sitzstangen, schöne Nester und im Wintergarten kann man sich so richtig austoben oder einfach ganz relaxed auf einem Liegestuhl mit Sonnenbrille liegen und Eggshakes schlürfen. Wenn dann noch der Bauer ein paar Körner in den Scharraum streut, ah, das ist toll! Wieso? Findet ihr nach den vielen Eggshakes den Weg nicht mehr zurück? Nun ja, ich hatte eine gute Freundin, die Bertha. Mit der hatte ich hin und wieder mal ein Eierlikörchen getrunken. Manchmal auch zwei oder drei. Die ist auf ihrem Heimweg leider vom Fuchs überfallen worden. Fuchs, du hast das Huhn gestohlen, gib es wieder her. Nein, nein, war nur ein Scherz. Tut mir echt leid um Bertha. Ist ja wirklich eine üble Geschichte. Aber mal was ganz anderes. Wie kann ich denn jetzt die Kampagne unterstützen? Am besten auf unserer Internetseite. www.wasstehtaufdemei.de. Die Adresse sollten Sie sich merken. Hier finden Sie alles Wissenswerte und Unterhaltsame rund ums Ei. Rezepte. Fitness- und Wellness-Tipps, der Shop mit Produkten rund ums Ei, Neuigkeiten aus dem Verband und natürlich die Online-Abfrage des Aufdrucks auf jedem Ei. Und Pikmin, das Spiel um das heldenhafte Huhn Katharina. Ich verspreche dir, das Spiel wird Kult, genauso wie das Ei nach dem Start unserer Kampagne. Vielleicht haben die da ja auch Lust, uns zu unterstützen. Ja. Da sind ein paar dabei, die machen einen aufgeweckten Eindruck. So, als ob sie einer guten Kampagne nicht abgeneigt sind. Sehr geehrte Damen und Herren, sollten Sie uns bei unserer Idee, den Eierkonsum anzukurbeln, unterstützen wollen, sprechen Sie einfach die beiden da vorne an. Die haben noch jede Menge Informationen zum Thema. Und sollte zufällig jemand von Ihnen Lust auf Überraschungseier haben? Schluss jetzt. Verabschiede dich und sag auf Wiedersehen, Katharina. Auf Wiedersehen, Katharina.